Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zur Retro Rampage. Und wir spielen heute, wie man hier unschwer lesen kann, Supercars aus dem Hause Magnetic Fields. Magnetic Fields werdet ihr sagen, Moment mal, das habe ich irgendwo gehört. Ja, achtet mal auf die Musik. Genau. Magnetic Fields, seinerzeit die Macher von Lotus Esprit Turbo Challenge, haben auch noch ein paar andere Eisen im Feuer gehabt. Dazu gehörte zum Beispiel Supercars und Supercars 2. Ne? Die Idee hinter Supercars ist im Grunde genommen halt eben das Ganze nicht auf den, ist doch wurscht. Das Ganze halt eben nicht auf den bis dato üblichen Tapeten dann halt eben zu machen. Also Tapeten im Sinne von halt eben der klassischen Racetrack-Geschichte, sondern halt eben das Ganze jetzt von oben zu machen. Und wir können halt eben auch noch verschiedene Autos auswählen. So, da ist er. Moin! Ja, wir hätten gerne ein neues Auto. Welches kann er uns denn verkaufen? Wie wäre es denn mit dem Tarraco Neo Roader? Den können Sie haben für 81.100. Für dein altes Auto gibt es nochmal 30 oben drauf. Das reicht nicht. Tschüss. Na gut. Dann werfen wir noch einen Blick in die Garage. So. Da können wir halt eben momentan... Also wir haben hier, ne, ihr seht selber, wir haben einen 1,6 Liter Tarraco Neo. Wir haben 5000, wir können keine Car Services kaufen, weil alles voll ist. So, da könnten wir halt eben noch so lustige Sachen machen... Wie Spinning Assist, High Speed, Turbocharger oder wir könnten ein paar Raketen, Panzerung und so weiter kaufen. Ja, komm. Lassen wir erstmal gut sein. Fahren wir mal eine Runde auf Track 1. Aber die Musik ist wieder wirklich so dieses typische Magnetic Fields. Ne? Erkennt man sofort, dass die ihre Finger da drin haben. So, das sind wir da, der Blaue. Machen wir Platz. So, und jetzt fahren wir hier halt eben in diesem Rund. So, das Ganze kostet uns natürlich Performance, je öfter wir hier krachen, beziehungsweise halt eben wir... dann halt eben entsprechend auch crashen. Aber im Moment sieht es noch ganz gut aus. Meine Hoffnung ist, jetzt so viel Geld zu erfahren, dass wir in der Lage sind, bevor wir hier wirklich ernsthaft darüber nachdenken müssen zu upgraden, ups, das war, genug Geld für das nächste Auto zur Verfügung zu haben. Ob das so ist, weiß ich nicht. Wir werden das sehen. Ah! Verdammt! Schneller! Das Ding ist, jetzt sind unsere Gegner noch relativ freundlich. Sie werden irgendwann natürlich auch bessere Autos haben. Und nicht nur das, auch sie haben Zugriff auf die Services, die wir dort in Form von... Was mache ich denn da? Die wir dann dort in Form von Raketen und etc. kaufen konnten. Deswegen gucken wir mal. So, genau. So, schauen wir mal. Race Nummer 1, Position Nummer 1, 118, Max Speed Average 72, beste Runde 12 Sekunden, 25.000 Dacken, Preisgeld. Das klingt gar nicht mal so schlecht. So, abgehakt. Ich denke mal, den zweiten Track kriegen wir mit der Karre auch noch ganz gut hin.
Okay, auf geht's. Oh Mann. Ich hasse es ja, wenn mein Stick hakt. Ah Mann. Immer da denken, das Rennen wird nicht in der ersten Kurve gewonnen. Aber wenn ich so weitermache, werde ich es zumindest in der ersten verlieren. Okay. Wo bin ich denn? 2. Okay, das ist nicht schlecht. Was fahre ich denn da durch? Sag mal. Jetzt aber schnell hier. Weil wenn ich den nämlich nicht kriege, dann wird mein ganzer schöner Plan nämlich auch den Bach runtergehen. Mach dich weg, 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 mach dich weg. Schande! Verdammt! Wo ist der Erste? Das ist schon Runde 4. Oh nein, 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 nein. Also mindestens Zweiter wollen wir werden. Damit, das ist schon mal klar. So, den Ersten werden wir nicht mehr bekommen. Davon gehe ich mal aus. Okay. Das war nicht so schön. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich müsste es, glaube ich, nochmal fahren können. Ich würde es dann, glaube ich, gleich nochmal versuchen. Na, immerhin 12.000. Das ist okay. Mist. Mann. So, ab in die Garage. Weil ich fürchte, erneuern werden wir alles müssen, oder? Ja, wir müssen. Komm, kein Risiko. So kriegen wir die Kohle natürlich für das neue Auto nicht zusammen. Ich finde die Musik klasse. Die ist einfach der Hammer. Mann, 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 Mann! Mach doch! Genau. Geh weg! Komm, den kriegen wir. Die Schmach von eben. Ach, der ist auch schon auf einem neueren Auto unterwegs. Na, sieh mal, na guck. Ah, wir klopfen uns da mal ganz geschickt an ihm vorbei. Danke. Mach mal Platz. Ah, nein. Ah,
Man sollte natürlich aufhören, da immer den... Ich meine, guckt euch den Body an, wie der mittlerweile schon wieder aussieht. Oh nein! Das war knapp, der Ölpfütze. Yes! Sehr gut. Aber das wird nicht reichen. Ich fürchte... 20.000... Wir können ja mal gucken... wie viel eigentlich der nächste jetzt kostet. Ich habe beim letzten Mal den Tarako kalkulieren lassen. Das ist ja nicht ganz so das, was wir wollen. Hallo! Wir wollen den War Interceptor. Und... ja, genau. Genau. Komm, wir gehen nochmal auf Risiko. Wir fahren nochmal eine Runde ohne Erneuerung. Das geht schief. Das wird schief gehen. Das wird nix. Ah! Jetzt aber schnell. Immerhin sehe ich den ersten schon mal wieder. Ah. Die Reifen wird eine knappe Kiste. Und wenn wir nur Dritter werden, kriegen wir ein ernstzunehmendes Geldproblem. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher. Okay, immerhin Zweiter. Immerhin Zweiter. Let's face it, das reicht immer noch nicht. Haben wir jetzt. Na. Kannst du kriegen? Oder wurde das schon noch nicht zugerechnet? Gucken wir mal. Ne, 56.500, das reicht vorne und hinten nicht. Also ab in die Garage. Und erneuern, was das Zeug hält. Ich
könnte natürlich halt eben auch ein bisschen in Upgrades investieren. Also zumindest zum Beispiel Lenkhilfe und der Topspeed wären interessant. Aber damit sind dann auch wahrscheinlich auch locker die Hälfte der Prämie weg. Und jetzt haben wir schon zwei von den Interceptern da. Mann! Okay, das sah doch fast gut aus. Ja, fast. Platz da! Oh Mann, mach dich weg! Nein! Ich bin wirklich echt Fünfter, oh mein Gott! Oh ja, toll, da kommt... Jetzt wird er mich schon überrunden hier. Genau, prügelt euch. Rand placed. Super. Ja, man merkt, die Begeisterung der Menschen hält sich in Grenzen. Menno! Ja, das war Supercars. Und ich ärgere mich gerade ein bisschen sehr. Eigentlich möchte ich es nochmal versuchen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Los, komm, wir machen noch eine Runde. Gibt's ja nicht. Wir werden mal ziemlich auf Risiko fahren, was unsere Upgrades angeht. Vielleicht schaffen wir es dann ja auf die bessere Kiste. Oh, ich fahre mir eine Scheiße zurecht, ey. Was halt eben schade war, dieses Spiel hatte leider keinen Zweispieler-Modus. Weil ich mir gut vorstellen könnte, dass das halt eben im Zweispieler auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht hätte. Leider gab's das nicht. Es ist ätzend, wenn du wirklich in die Richtung lenkst, in der du denkst, ja, alles klar, da ist rechts, aber das ist der Joystick meint, nein, da ist nicht rechts. Das ist so ein bisschen nervig. Aber gut. Wir haben es immerhin auf den ersten Platz geschafft, das ist ja schon mal ganz okay. Und ich glaube, die Schäden waren auch nicht so schlimm, ne? Wir liegen durchaus noch im gelben Bereich bei allen dreien. Das ist super. Dann werden wir halt eben auch mal
dann gleich zum zweiten Rennen vorrücken. Ich möchte eigentlich nach Möglichkeit drei Rennen fahren, ohne Reparatur-Upgrades zu kaufen oder nur sehr eingeschränkt. Ob ich das schaffen werde, bin ich mir nicht so sicher. Aber je weiter ich, oder was gesagt, je früher ich auf Platz 1 ankomme, so wie jetzt geschehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich halt eben nicht groß beschädigt werde und nur ein Teil der Upgrades nachkaufen muss. Also Reifen auf jeden Fall. Ich könnte wahrscheinlich auch ohne Gas zu geben durch die Kurve fahren. Aber das wäre ja langweilig. Bitte. Jetzt haben wir es doch so langsam, oder? Mal gucken. So, 45.000. Das wird nicht langen. Ich werde mal nur die Reifen upgraden. Weil die müssen wir upgraden. Daran führt erstmal kein Weg vorbei. Mit dem Rest komme ich vielleicht noch hin, die eine Strecke. Das ist ja nicht Stuntfahrer hier. Mist. Wie weit sind wir? 3 von 5 Runden. Mist. Okay, das wird noch ein erster Platz. Thank you.
Das war knapp? Okay, super. Ah. Okay. Dame trägt 3. So, jetzt 62.400. Das wird nicht lang, ne? Also, ich habe einen Tarako Neo 1.6. War der, den er mir verkaufen wollte, besser? Ich glaube nicht, ne? Mal gucken. Oh, doch! Wir haben den Tarako Neo Roader in 1.6. Das ist der 1.7, 1.9er. Der ist ein bisschen besser. Wie wär's mit einer Runde Golf? Ah, ein Golfer. Gut. Ja, dann sind's nur 71.000. Okay. Das ist ein guter Deal. Was? Na denn. Arschloch. Das war mein Fehler. Ich dachte, das wäre nur der erste, aber das ist ja schon ein besserer. Und den können wir dann jetzt halt dementsprechend auch noch dann zum Einsatz bringen. Ja, merken wir gleich, ne? Mann! Das Spielchen hier schon wieder los, wa? Ah, Mann, lenk doch, du Drecksmöhre! Runde 4. Ich bin eigentlich ganz gut an ihm dran. Mit ein bisschen Glück schnapp ich ihn. Gut. Das heißt, es nur vorne bleiben. Sehr gut. Yeah, so fährt man das. So, das nächste Rennen müssten wir damit noch locker bestehen. 112.000 sollte der nächste kosten, ne? Oh, das ist schon eine Menge Holz. Und die Frage ist, wie viel wir jetzt für diesen Rosteimer bekommen, ne? Wir fahren auf jeden Fall jetzt noch dieses Rennen, dann gehen wir nochmal ins Verkaufsoffice und gucken. Und dann schauen wir mal.
Alter! Gibt es auch nicht. Also was mir in diesem Spiel halt eben auch immer sehr gut gefallen hat, es war nicht nur das witzige Spielprinzip, sondern halt eben auch diese Tuning-Geschichte und die Reparatur und all solche Sachen. Das hat schon Spaß gemacht. Könntest du mal... Okay, meine Reifen sind auch gleich weg. Oh. Immerhin Dritter. Das heißt, wir dürfen auf jeden Fall weiterfahren. Oh, fuck. Genau. Ja, da gucken sie nur ganz bescheiden. Was für das denn jetzt hier? Ja, hallo? göttlich. Ja, okay. Ich glaube, besser wird's nicht mehr. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal in der Retro Rampage. Von Supercast gibt's im Übrigen auch noch einen zweiten Teil, den wir natürlich auch spielen werden. Ist ja klar. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.